Muss das Kamel jetzt auch ins Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Ach, hallo, da seid ihr ja. Wollt ihr wissen, ob das Kamel ins Krankenhaus muss oder nicht? Dann bleibt dran. Endlich hat es geschneit. Ja, der Winter ist angekommen. Können wir heute Schlittenfahrt gehen? Das können wir morgen machen. Wir wollten doch heute auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und auf dem Kirchplatz, da gibt es heute auch noch ein Krippenspiel. Ich glaube lieber jetzt Schlittenfahren. Ich habe da eine Idee, wie wir beides machen können. War eine gute Idee, Mama. Ja, ganz toll. Soll ich mal weiterziehen? Nein, geht schon. Da vorne gibt es Lebkuchenherzen. Lebkuchenherzen. Mama, dürfen wir eins haben? Bitte. Ja, ist gut. Und was ist mit mir? Wir hätten gerne 2 Lebkuchenherzen für die beiden Kleinen und einmal gebrannte Mandeln für den Großen hier. Macht 9 €. Hier gibt es schöne Weihnachtskarten. Möchtet ihr Karten für Oma und Opa aussuchen? Ich finde die hier am schönsten. Hier ist die auch schön. Oh ja, die sind beide sehr schön. Dann nehmen wir die beiden. Ist hier irgendwo ein Arzt? Ach herrje, was ist denn da passiert? Papa, du bist doch Arzt. Ja, aber ich bin Tierarzt. Das ist doch egal. Naja, nicht ganz. Aber ich frage trotzdem mal, ob ich helfen kann. Was ist denn passiert? Kann ich helfen? Ich bin Tierarzt. Ach, so etwas Blödes. Ich bin auf dem Schnee ausgerutscht. Und jetzt tut mir mein Bein so weh, dass ich mehr auftreten kann. Aua. Ich habe schon einen Krankenwagen gerufen. Die Sanitäter müssen gleich hier sein. Ist das Bein gebrochen? Das werden sie im Krankenhaus feststellen. Oh, hoppla. Oh nein. Laila, was hast du denn? So ein Mist. Ist das rutschig hier. Wo ist denn der Erste-Hilfe-Koffer hin? Das Kamel hat den Koffer an den Hals bekommen. Oh je, das tut mir wirklich leid. Ist das Tier verletzt? Keine Ahnung, Sie sind doch der Tierarzt. Papa, das ist ein Fall für dich. Schauen Sie mal nach Ihrer Patientin. Ich bin Tierarzt, ich kümmere mich um das Kamel. Wann geht eigentlich das Krippenspiel los? Hoffentlich findet es überhaupt statt. Wenn das Kamel sich verletzt hat, wird es vielleicht abgesagt. Das ist nur ein oberflächlicher Kratzer. Entschuldigen Sie bitte, hätten Sie vielleicht mal ein Pflaster für mich? Aber natürlich. Hier, bitteschön. So kann sich der Kratzer nicht entzünden. Sieht doch gut aus. Dann ist das Krippenspiel gerettet. Juhu! Vielen Dank, dass Sie sich so nett um Laila gekümmert haben. Ich bin froh, dass das Kamel nicht ins Krankenhaus muss. Darüber bin ich auch sehr froh. So viel Platz haben wir im Krankenwagen nämlich gar nicht, dass da ein Kamel reinpassen würde. Wir hätten noch einen Moment, bevor unser Auftritt dran ist.
Möchtet ihr vielleicht mal auf Laila reiten? Auf den Kamel? Ja. Oh, oh, das ist aber ganz schön wackelig. Möchten Sie vielleicht auch eine Runde reiten? Was? Wir? Lieber nicht. Aber ich hätte da eine bessere Idee. Das Video hat euch gefallen? Dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal kostenlos, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst.